Moin Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, gestern, der Livestream war zu wild. Vielen Dank für euren Support und nochmal gestern war es so geil. Wir haben so viel geöffnet, wir haben so geil Spiele abgeholt. Das werdet ihr natürlich alles in diesem Video erfahren, was ich mir gestern alles abgeholt habe, falls ihr es verpasst haben solltet. Aber ihr könnt natürlich den Stream nochmal ein bisschen im Nachhinein anschauen, wenn ihr Lust habt. Und ja, Freunde, nächstes Stream ist auch schon direkt morgen, Freunde. Morgen geht es direkt weiter mit dem Stream. Und zwar kommt ja morgen das U-Totti raus. Da hatte ihr auch gestern schon das Design rausgebracht. Ich denke mal, die meisten haben es gesehen mit diesem goldenen U-Totti-Design. Und da sind wir halt auch morgen wieder live, Freunde. Diesmal über den PC, Freunde. Ich werde über meinen PC live gehen. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe alles eingerichtet, soweit. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe viel getestet am Wochenende. Habe viel mich informiert und so. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall morgen mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und ja, Freunde, kommen wir jetzt zu diesem Video. Was haben wir gestern im Stream gemacht, Freunde? Wir haben so geile Sachen im Stream gemacht. Ihr seht, ich habe 105. Ich habe ein bisschen mein Team wieder umgeschraubt, umgebastelt. Neue Spieler sind ins Team gekommen. Und ich würde sagen, wir fangen aber erstmal, ich zeige euch mein Team gleich. Ich würde sagen, wir fangen erstmal sogar mit dem Karneval-Event an, Freunde. Mein Karneval-Event ist es eigentlich für mich fertig. Ich habe meine Spiele abgeholt. Genau, ihr seht es ja schon mal direkt, wir haben hier viel geöffnet. Haben, ja, bis auf die zwei Besten alle gezogen, was wir immer noch anders erwarten. Hier habe ich alles abgeholt. Also ich bin eigentlich soweit fertig mit dem Karneval-Event. Das endet ja auch morgen. Und ja, als Belohnungen, Freunde, werdet ihr jetzt sehen, welchen Spiel ich mir abgeholt habe. Zwar, ich habe mir den guten Tar geholt. Aus dem einen Grund, weil Tar noch mehr wert war, Freunde. Tar war mehr wert als Ansu Fati. Somit habe ich mir einen Tar geholt und der hat sich auch verkauft. Den können wir gleich noch abholen, die Münzen. Ist eine sehr nice Sache gewesen. Jonathan Tar, weil wie gesagt, Ansu Fati war günstiger, weil wahrscheinlich die meisten halt Ansu Fati sich geholt haben und die wenigsten halt Tar. Somit war Tar halt teurer und da habe ich mir gesagt, ja komm, dann hole ich mir halt einen Tar ab, wenn der günstiger ist, Freunde. Und ja, das haben wir halt gemacht im Karneval-Event. Ja, sonst konnte man ja groß, wie gesagt, nicht viel machen. Festival Plaza habe ich euch ja gerade schon eben gezeigt. Alle gezogen, bis auf die zwei Besten. Das will man auch, ja, wie gesagt, erwarten. Ich versuche jetzt noch mal ein paar Punkte zu sparen für Dienst, für morgen. Ja, aber ob da noch so viel zusammenkommt, weiß ich ja jetzt auch nicht. Mal gucken, was wir am Donnerstag noch hier ein bisschen machen können. Ja, vielleicht die ein oder anderen Festival Plaza Packs öffnen, das können wir auf jeden Fall. Ich sehe gerade, warum habe ich denn nach dem Garantierten nicht mehr... Egal, dann mache ich es halt eben am Donnerstag. Und ja, Freunde, kommen wir jetzt aber zum Highlight. Kommen jetzt wirklich zum Highlight und zwar zum Tod-Event. Aber ich würde sagen, wir gehen aber schnell auf den Markt. Das habe ich gerade noch gesehen und zwar hier, mein Tar hat sich verkauft. Jawohl, 3,18 Millionen Münzen. Somit haben wir jetzt wieder 4,5. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Also, Freunde, wir gehen rein ins Toti, Freunde. Wir gehen rein ins Toti, weil da ging es ja richtig ab. Hier ging es richtig ab. Ja, und wo wir hier schon im Hauptkapitel sind, fange ich direkt auch mal an, Freunde. Ich hatte ja hier 5000 Toti-Token-Punkte. Es war absolut krass, Freunde. Wir haben alle 5000 rausgeballert. Ich habe nur mit, also bis auf 3, 4 Verteidiger-Packs, habe ich nur Mittelfeldspieler-Packs dann geöffnet. Sage ich euch auch gleich warum. Ich will jetzt auch weiterhin nur noch Mittelfeldspieler öffnen. Aber Freunde, wir haben wirklich nur gezogen, nur gezogen, nur gezogen. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Meine Ausbeute daraus weiß ich ja nicht. Also war jetzt nicht so gut. Weil Verteidiger, ja, ich hatte ja eigentlich, ich hatte ja gewünscht, mir hier einen Mandy zu ziehen. Ist leider nicht passiert. Weil Mandy wollte ich ja, also erzähle ich euch gleich alles für den Umtausch und so. Ist leider nicht passiert, stattdessen habe ich hier einen guten Toni Rüdiger gezogen. Ja, habe ich auch für 1 Million verkauft, war am Ende okay, aber ich hätte natürlich so gerne einen Mandy mitgenommen, Freunde. Ja, aber das war der einzige Verteidiger, aber ich hatte Verteidiger auch nur 3, 4, 5 Packs geöffnet. Am meisten hatte ich natürlich Mittelfeldspieler und Freunde, da hatte ich auch viele Spieler sogar gezogen, aber natürlich, wie man es erwarten möchte, ja, keine 90 plus. Mein bester war hier 89er Modric, den habe ich gezogen. Habe ich Barella noch gezogen, Locatelli habe ich zweimal gezogen, dann habe ich Petri, glaube ich, auch zweimal gezogen, Bellingham und Diaz.
Ja, Freunde, was soll ich sagen? Also die Ausbeute fand ich jetzt nicht so gut. Klar, am Ende habe ich da durch die ganzen Spiele irgendwie 6 Millionen Coins noch machen können. Also, ja, Coins-Technik war es okay, aber ich hätte natürlich den ein oder anderen 90-Plus-Spieler gerne mitgenommen. So war es leider nicht, Freunde. Aber gut, Freunde, gehen wir weiter zum Verteidiger-Kapitel. Jetzt zeige ich euch, warum ich Mendy brauchte. Und zwar habe ich hier den Umtausch gemacht, Freunde. Ich habe den Umtausch gemacht mit Edouard Mendy von Chelsea. Ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich Donnarumma ins Tor stellen möchte, aber der war ein bisschen so teuer und ich hätte ihn sowieso nicht auf den Punkt gekriegt. Und daher habe ich mich einfach für Mendy entschieden. Klar, ich hätte auch noch einen Ederson oder Courtois mir holen können. Oder Oblak, klar. Aber das hätte ich nicht mehr geschafft ganz. Und von daher habe ich mich einfach für Mendy entschieden. Und Freunde, Mendy ist auch geil. Der ist auch geil, Freunde. Ich habe ihn ja jetzt schon auf 93 trainiert. Ich kann euch gleich die Sets nochmal zeigen. Der ist schon nice, Freunde. Der Mendy ist auf jeden Fall schon nice. Und ja, ich habe mir halt dann den Mendy auf dem Markt gekauft, weil ich ihn ja, wie gesagt, nicht gezogen hatte. Habe ich mir auf dem Markt gekauft, ihn umgetauscht und jetzt habe ich den 92er Mendy, Freunde. Sehr, sehr nice. Und ja, Freunde, und jetzt kommen wir zum Mittelfeldspieler-Kapitel, weil jetzt sage ich euch, warum ich die ganze Zeit Mittelfeldspieler wechseln habe. Und zwar ist aus dem einfachen Grund für Bruno Fernandes, Freunde. Den möchte ich mir abholen und den kriege ich auch am Donnerstag, Freunde. Morgen im Stream holen wir uns den zusammen ab. Weil, ich kann euch jetzt zeigen, ich habe 5.875 Punkte und mir fehlen 6.000, das sind weniger als 200, ganz genau zu sein 125 und die kriege ich auf jeden Fall allein durch die Skillspiele noch zusammen. Von daher, Freunde, bis morgen haben wir die auf jeden Fall auch zusammen und ja, den Fernandes habe ich mir auch noch gestern privat geholt, offenbar kann ich euch auch gleich zeigen, deshalb habe ich auch so wenig Coins aktuell, weil der halt 15 Millionen gekostet hat. Klar, ich hätte auch noch warten können, bis ich ihn ziehe. Ich hätte ihn natürlich auch ziehen können, ne? Zum Beispiel, ich könnte ihn auch morgen noch ziehen. Ich habe ihn noch garantiertes. Aber bei meinem Glück kriege ich da keinen Fernandes, Freunde. Das wird so kommen. Ich werde ihn nicht bekommen, das ist klar. Das ist Fakt. Von daher habe ich mir ihn jetzt einfach schnell für 15 Millionen auf den Markt geholt. Werde ihn dann morgen umtauschen und hole mir dann den 93er, also Premium Totti ab, oder wie man die nennt. Und stellen ihn dann rein, Freunde. Ja, Wolski, sehr nice. Ich würde sagen, wir kommen zum Highlight. Zum Angreifer-Kapitel. Der steht ja auch im Titel, Freunde. Ja, ihr seht's, wir haben uns Robert Lewandowski abgeholt, der einzig wahre Gold, Freunde. Ja, für mich in meinen Augen der aktuell beste Spieler der Welt. Jetzt schon die letzten 2 Jahre sogar. Also er ist absolut krass. Und ich würde sagen, ich blende euch das jetzt mal hier ein, wie ich ihn mir abgeholt habe. Ich würde sagen, ich drücke jetzt drauf. Oh, let's go, Jungs. So Messi wie so Lever. Lever ist einfach mein Lieblingsspieler, Junge. Der ist einfach so ein geiler Typ. Und ich würde sagen, let's go, Junge. Gib mir Levi. Oh, Gott, Jungs. Let's go. Let's go. Polen. Stürmer. FC Bayern München, besser Verein der Welt. Und boom, Junge. Guckt euch diese Karte an. Let's go, Jungs. Oh, geil. Guckt euch diesen Typen an. Mit den Fäusten hier. Let's go, Alter. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen. Ach, es ist dieser Typ. Ich habe mit ihm gespielt. Der Typ ist geil. Sein schwacher Fuß, ja, okay. Hat den einen oder anderen schon mal daneben gehauen. Aber sein starker Fuß, der haut die Dinger rein, Freunde. Als würde es keinen Tag und Nacht geben. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt gestern, ich hatte ja 10.000 Punkte. Und die habe ich alle ausgegeben. Ich bin bis hinten hingegangen. Bis zu den 100 Punkten. Und dann, ja, hatte ich ja logischerweise Robert Lewandowski schon. Und es ist einfach geil, Freunde. Es ist einfach geil. Wie gesagt, er spielt sich absolut nice. Sein Tempo, ja, kann man sich drüber streiten. Aber ich finde, sein Tempo ist auch okay. Ich habe ihn ja schon auf 96 trainiert, Freunde. Ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz mein Team, mein 105er Team, wie es aktuell aussieht, Freunde. Und das ist es, Freunde. Let's go. So sieht mein Team aus. Ich habe mir noch Salah gestern geholt. Für meinen Elite-Salah habe ich mir jetzt den Totti-Salah geholt. Der ist auch sehr, sehr nice. Und dann halt, wie vorhin erwähnt, Mendy im Tor. Und halt natürlich vorne drin Robert Lewandowski. Auf 97 habe ich ihn hochtrainiert. Und ja, guckt euch die Stats an. Tempo 98, ist jetzt fast bei 100. Sein Skillbus kann ich auch bald upgraden, sehr nice. Aber guckt euch mal sein Schießen, Beweglichkeit an. Oh ja, das ist sehr nice. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und Freunde, ich sag euch so, wie es ist, er spielt sich geil. Er spielt sich als Stürmer geil. Kopfballstärke können wir auch mal kurz gucken. Kopfball sind 100. Aber Kopfball ist sowieso nicht mehr so effektiv wie in FIFA 21. Aber trotzdem auf jeden Fall eine nice Karte, Freunde. Ja, und jetzt, was will ich noch machen an meinem Team? Wie gesagt, hier kommt natürlich noch ein Totti-Starter. Totti Premium von Bruno Fernandes. Der kommt dann noch rein. Und ich hätte ja natürlich gerne noch einen anderen linken Flügel, ne? Für Grealish.
Weiß ich aber nicht, ob das noch irgendwie so funktioniert. Ich glaube, Riddick bleibt erst noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch ein Full-Totti-Team. Das ist auch geil. Aber Freunde, was soll ich sagen? Totti sind einfach die besten Karten. Natürlich, die meisten haben, glaube ich, auch ein Full-Totti-Team für euch. Ja, auf jeden Fall, hier kommt dann noch ein... Ich würde halt gerne einen anderen Spieler haben. Hier kommt zu 100% Bruno Fernandes 93 hin. Und hier kommt dann sowieso noch Zanetti rein, den ich mir noch auch bald abholen kann. Und dann ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr geiles Team, Freunde. Ich würde sagen, könnt ihr mal gerne eure Meinung zu diesem Team jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Team sagt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Halt, wie gesagt, Grealish kommt raus und Bruno Fernandes sowieso noch, das ist klar. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit diesem FIFA Mobile 22 Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wir stehen kurz vor den 2900 Abos. Es fing, glaube ich, nur um die so 12, 13 Abonnenten. Haben wir die 2900 geknackt, Freunde. Vielen, vielen Dank für euren Support. Natürlich auch danke für den Support gestern im Stream. Kurz geht raus, Freunde. Wir sehen uns morgen zum nächsten Stream, zum U-Tot. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. 19 Uhr geht es los hier auf meinem Kanal über den PC. Ich bin absolut gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Bis morgen. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.